Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands 2. Ne, 3. Wir sind schon irgendwie nicht weiter. Es ist hier mitten auf dem Friedhof angekommen, zusammen mit Ava, die sich eigentlich ganz gut schlägt hier. Und wir haben hier noch. Warte, hier oben scheint das zu sein. Na? Noch was zum Anhören. Okay, sehr schön. Hallo, etwas kürzer als ich dachte. Und ich muss gerade noch meine Chips fertig essen. Na dann. Okay. Seit ich hier bin, will ich in diese Einsiedelei. Verschlossene Türen jucken mich echt in den Fingern, Mann. Ah, das wird schon. Hallo, Rosa. Nö, habe ich nicht. Keine Sorge, das geht. Immer ich. Hallo, Level 17. Lass dich von der Jagd mitreißen. Jo. Lauf, ihr Schwächlinge! So. Der Rest ist nicht so überragend. Muss ich sagen. Hat da jemand überlebt? Ja, ich glaube, das ist halt echt nicht so toll. Komm schon, wir müssen los. Ja. Ist ja schon in Ordnung. Wenn die Gegner ein bisschen ablenken. Das läuft dann tatsächlich wie am Schnürchen. So, irgendwas Brauchbares drin, scheinbar nicht. Steigen wir mal auf. Ach, da können wir jetzt irgendwie nicht, oder? Ah, ich brauche noch eine weit. Okay. Erhöhte Feuerrate. Ach komm, nehmen wir das mal mit. So. KI. Will ich ja wegsprengen eigentlich? Ha.
Gucken, ob ich das Spiel neu starten muss. Oder ob es reicht, wenn ich einfach wieder... Obwohl, das war ein relativ großer Level. Schluss mit den Spielchen, Mönche! Macht euch bereit für ein Gottesurteil von mir, Trout! Maya will den ganzen Spaß beim Maliwan bekämpfen für sich. Scheiß drauf! Dieser Trout ist voll übel und ich will ihm selbst in die Eier treten! Naja, ist halt blöd, dass du dich da hinten festgelaufen hast. Ah, ich fürchte, ich muss echt neu starten. Ärgerlich. Danke, danke. Oder warte mal, geht schnell, wenn wir sterben. Na gut, kostet halt wieder Geld. Andererseits, pff. Aufladung ist noch nicht abgeschlossen. Sie warten auf meine Rückkehr. Wir sollten uns öfter sehen. Wie wär's mit Brunch? Hyperion will am Wochenende mal wieder das Haus verlassen. Cool. Okay, ich befürchte, es hat aber nichts gebracht. So, ich glaube, das waren jetzt 2.000-3.000 Geld für nichts und wieder nichts. Verballert. Gut, dann machen wir kurz einen Schnitt. Ich guck mal, ob es was bringt, wenn wir das Spiel neu starten. So, jetzt läuft's wieder. Das Neuladen hat dann doch was gebracht. So, dann komm, meine Liebe. Jetzt pack dich nicht wieder irgendwo anders fest. Schluss mit den Spielchen, Mönche. Macht euch bereit für ein Gottesurteil. Von mir, Trout! Maya will den ganzen Spaß beim Maliwan bekämpfen für sich. Scheiß drauf! Dieser Trout ist voll übel und ich will ihm selbst in die Eier treten. Dann versuch das doch mal. So, genau, dann mach du mal hier auf. Ava, geh und schütze die Kornkammern. Der Kammerjäger kann sich um Maliwan kümmern. Oh, verstanden, Maya. Bin unterwegs. Ständig muss ich Archive, Lager oder Heilige irgendwas beschützen. Wir sehen uns, Kammerjäger. Jo, bis dann. Ava hat dich ja richtig ins Herz geschlossen. Prüf mal deine Hosentaschen. Sie war blinde Passagierin auf einem unserer Handelsschiffe. Wir sind uns begegnet. Sie wollte mein Buch klauen. Statt sie von einer Klippe zu stoßen, machte ich sie zu einer Schülerin. Ich hab mein Buch und bin gleich unterwegs zu dir. Ich muss nur noch kurz... Sterb, ihr Gott! Ja, mach mal. Antike Entspannungsübungen. Schon besser. Flupp. So, fress das. So, habt ihr hier wieder Übertragung. Können wir das wieder abstellen hier irgendwo? Scheinbar erstmal nicht. Aber ich kann mal generell gucken. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ne, ich glaube, ich habe hier tatsächlich alles soweit mitgenommen. Hier ist noch eine Nebenquest. Sehr gut. Jupp, das sieht gut aus. Alle drei Sachen, die es hier gab, habe ich. Ah, können wir dann später mal machen. Die heiligen Geister. Ich frage mich, ob mein Messer in deinen Schädel passt. So, wir haben noch Granaten. Sehr schön. Ich höre dich, Bestie. So, hör doch mal. Achso, du bist sogar ein Badass. Sehr schön. Auch das bringt dir nicht allzu viel. Ich wünschte, ich könnte dich immer wieder erleben. Bestie regelt das. Ah ja, hier haben wir direkt auch wieder ein Claptrap-Teil zu mitnehmen. Sehr gut. Geh weg, ich muss zu meinem Claptrap gehen. Komm, hören wir uns noch ein bisschen was anbieten hier. Also gut, Ava. Wo ist es? Nicht hier. Oder sonst wo. Weil ich gar nicht weiß, wovon du da redest. Also kann ich auch nicht wissen, wo es ist.
Schon klar. Das Buch. Ich sehe es in deiner Tasche. Gib es her. Meinetwegen. Ist eh Mist. Ich kann das Zeug sowieso nicht lesen. Nun, das wirst du eines Tages. Moment mal. Ich trage es immer bei mir, außer wenn ich schlafe. Hast du dich in mein Zimmer geschlichen? Nö. Hab's in einem Vogelnest gefunden. Hey, wer ist Nyriad? Keine Ahnung. Wo hast du den Namen denn gehört? Hast du im Schlaf vor dich hergemurmelt. Und du hast das vom Vogelnest aus gehört. Kacke. War also ein sehr nahes Vogelnest. Das mit Granaten? Na, gib mir mal das Claptrap-Ding. Die Hände. So, sehr gut. Schlaft schön. Hört man dich platt? Oha. Achso, ich möchte gerade nicht schreiben. Danke. Geht weiter. Nur nicht für dich. Achso, na gut, das ist doch relativ einleuchtend, muss ich zugeben. Ich glaube, wir beenden das Spiel dann mal hier, weil, er hat ja doch recht. Bringt doch alles nichts, sich dem noch entgegenzustellen. Ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Pfad hier. Kenn ich nicht das Spiel, aber wenn du meinst. Das kann ich nicht durchbrechen. Aha. So, bitte einmal blicken lassen. Danke. So. Das sitzt doch hier alles wunderbar. Unvergessliches Gemetzel. Ja, wir sind echt munitionsmäßig noch sehr gut dabei. Wie gesagt, wenn die Waffe noch mehr, na gut, das wäre halt dann übertrieben, wenn die noch mehr Schuss fassen würde im Magazin. Das wäre echt überfallsam. Reicht aber schon so, muss ich zugeben. So, dann laden wir nochmal gemütlich nach. Gerade ein bisschen die Uhr im Auge behalten. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Kann denken, dass ich jetzt keine vollen 20 Minuten aufnehme. Bin ich aber mal gespannt, was da im Klosterhof auf uns wartet. Wahrscheinlich dann auch der Bosskampf. Die Frage, ob mit Meier oder ohne. Pinkel dieses Mal aber nicht drauf. Mal gucken. Oh. Glaube ich auch nicht besser als das, was wir gerade haben. Naja, dann machen wir den Bosskampf noch. Okay, hi.
kommen Sie mal her. Oh. Wir waren hier gerade im richtigen Moment hochgezogen. Ach was, Verstärkung wird überbewertet. Die frisst ja echt so durch die Gegner, durch die Waffe. Das ist ja unfassbar. Was kämpfen Sekunden? Bruchteilen erledigt. Na gut, nicht ganz. Du hast Jaunt erledigt? Sehr schön. Er ist tot. Nur das zählt. Aber ja, er war der Schlimmste. Du hast das Iridium? Her damit. Jo, warte mal, ich guck noch gerade, ob wir irgendwas mitnehmen können. So, Evas auch hier. Ich darf die Lehre nicht anzweifeln. Ich glaube, euch geht's ja wieder ganz gut. Dürften wir doch nur die Waffen gegen unsere Unterdrücker erheben. So, alles durchgeladen. Hier, bitteschön. Ich konnte Iridium nie so nutzen wie Lilith, aber ich habe eine Technik in diesem Buch entdeckt, die das ändern könnte. Okay, es kann losgehen. Vielleicht ist Gewalt witzig bei solcher Aggression. Es funktioniert. Okay, das sieht interessant aus. Heilige Scheiße. Ich fühle mich, als könnte ich einen ganzen Planeten facelocken. Bring mir das sofort bei! Puh, an diese Art von Kraft könnte ich mich gewöhnen. Okay, holen wir uns das Schlüsselfragment, Kammerjäger. Dürften wir doch nur die Waffen gegen unsere... Okay. So, Ava, du hast die Invasion also überlebt. Offenbar hat dich das stundenlange Starren in Wasser doch was gelehrt. Ich komm schon klar. Ich habe kämpfen gelernt, lange bevor ich dich traf. Okay, Trainingskampf. Ach, eigentlich gerne. Aber ich muss noch Beute sortieren. Nein, pack eine Tasche. Dein Wunsch geht in Erfüllung. Wir gehen mit dem Kammerjäger. Was, echt jetzt? Ich meine, cool. Na gut, könnte Spaß machen. Ich pack mein Zeug. Kammerjäger, schau dir das an. Mhm. Mach ich. Die Iridianer haben solche Nachrichten überall in der Galaxis hinterlassen. Ich vermute schon lange, dass es eine Verbindung zwischen Sirenen und Kammern gibt. Ich kann es nicht lesen, aber es muss was bedeuten. Kann ich das? Könnte es sein, dass... Nein. Nein, ich bilde mir etwas ein. Was haben wir denn hier? Das Relikt war schon hier, als ich geboren wurde. Aber solange Malivorn weiß, dass es hier ist, ist Athenas nicht mehr sicher. Okay. Obwohl, wir haben noch ein paar Minuten. Gut. Jetzt ziehen wir halt gerade noch eine Runde. Der Moorshredder. Ja. Nehmen wir mit. Ich muss dir was sagen, bevor ich es Lilith erkläre. Der eigentliche Grund, weshalb ich Ava als Schülerin genommen habe. Sie wird eine Sirene, irgendwann. Und dann soll sie bereit dafür sein. Wir sehen uns in den Sternen, Kammerjäger. Okidoki. Du bist anscheinend bereit. Ist das nicht. So, dann hören wir uns das mal noch kurz an. Mit mehr Sirenen als Athenas. Muss wohl am Wasser liegen. Oder Sirenen wurden durch irgendeine Art Ruf hierher gelockt. Ich weiß auch nicht. Ich blieb ein paar Jahre, bis Königin Daido irgendwann starb. Dann haben Mönche vom Orden des aufkommenden Sturms übernommen. Eines Tages zieht mich so ein dreckiger Mönch zur Seite und meint, er zahle gut, wenn ich ihm noch eine Sirene bringe. Ich habe ihm eine Ohrfeige mit meinem verkufianischen Schinken verpasst, bin in mein Schiff gesprungen und nie zurückgekehrt. Und die Moral von der Geschichte... Manche sind scheiße. Ja, das könnte hinkommen. Typhon hatte eine Affäre mit der Sirenenkönigin Daido. Erstaunlich.
und spannend. Oh, und da ist wieder ein Depot aufgetaucht. Sehr gut. Ja, stimmt, genau. Wir haben jetzt drei von den Dingern gefunden. Naja, wie gesagt, das soll es für die Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.